Noch sieht es aus, als ob der nächste Kinderspielplatz entstehen soll. Dabei ist hier etwas ganz anderes geplant: Beachvolleyballfelder für den Smart Beach Cup. Am Wochenende spielt die Creme de la Creme der deutschen Beachvolleyballer in der Duisburger Innenstadt. Insgesamt 44 Frauen- und Männerteams gehen an den Start. Es geht um Preisgeld und entscheidende Punkte für das nationale Ranking. Peter Jopper vom Duisburg-Kontor freut sich schon jetzt darauf, so ein wichtiges Turnier in Duisburg zu sehen. Wir haben die besten Teams aus Deutschland hier am Start, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Die wollen Punkte sammeln für die deutschen Meisterschaften, die am Ende der Saison stattfinden. Also was Besseres im Bereich Beachvolleyball kann man hier nicht bekommen in Deutschland. Und ich denke, da wird ein Funke überspringen und Duisburg wird begeistert sein. Bevor die Beachvolleyballer am Freitag den ersten Aufschlag machen, muss aber noch einiges getan werden. Tribünen für die Zuschauer werden zusammengebaut, Umkleidekabinen müssen errichtet werden und ganz wichtig, 4 Sandfelder müssen angeordnet werden. 2 am Opernplatz und 2 an der Königstraße. 1400 Tonnen Sand, also ganze 40 Lkw-Ladungen, werden dafür gebraucht. Damit der dann auch perfekt verteilt ist, packen auch die Duisburger mit an. Für den 3-jährigen Raphael ist das Ehrensache. Am Freitag geht es um 13 Uhr mit den Qualifikationsspielen los, bevor dann am Samstag je 16 Teams in den Hauptrunden um den Finaleinzug kämpfen. Die Finals finden dann am Sonntag statt. Duisburg ist eine von insgesamt 8 Städten, in denen die Smart Beach Tour Halt macht. Auch Hamburg, Dresden und Jena stehen zum Beispiel auf dem Tourplan. Wenn das Wetter gut ist, rechnen die Veranstalter hier in Duisburg mit 25.000 bis 30.000 Zuschauern. Denn der Eintritt an allen 3 Turniertagen ist frei. Und ein Moderator und DJs sollen das ganze Spektakel noch interessanter machen. Frank Erich vom Veranstalter Comtent ist sich sicher, dass die Stimmung in Duisburg richtig gut werden wird. Das Stadion soll voll sein und die Leute sollen Laola machen, die sollen mitsingen, die sollen klatschen und die Sportler anfeuern. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und vielleicht kommt dann ja sogar etwas Urlaubsstimmung auf. This one's for you.